habe ich wirklich drin, der ist nach der Bauerei. Jetzt streue ich da weiter Dünger für meine Kartoffeln. Jetzt den DAP-Dünger. Gehalt ist. Ja, der ist gerade nicht mehr. Ein N- und TK-Dünger. T, leicht löslich, das ist wichtig bei Kartoffeln. Den Gehalt ist irgendwie 2020 oder so. Moment. Ich gehe ja danach an, Farben nach Düngerplan und der Gehalt der DAP-Dünger ist N18E46. Der Düngerstreuer wurde recht voll mit diesen 1000 Kilo DAP. Ich hoffe, das zweite Mal, da habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Das zweite Mal geht besser. Ja, 1000 Kilo eingefüllt. Ich streue 2 Kilo von diesem DAP-Dünger. 200 Kilo die Hektare. Gibt eine Gesamtstrecke von 3356 Metern. Beim Böckball-Düngerstreuer läuft das System so: Man fährt einmal zuerst links herum, um das ganze Feld herum. Und, da stellt man den Düngerstreuer ein. Ich zeige euch das mal. Diese Taste, Grenzstreuer. Dann kommt die Frage, normal zur Grenze oder von der Grenze. Und ich streue jetzt zur Grenze, gebe Enter. Und hinten rechts wird die Drehrichtung des Streuers geändert. Der dreht jetzt die andere Richtung. Und ich streue hier jetzt markiert zur Grenze. Das heißt, rechts streut der nicht so weit, also bei 15 Meter Fahrgasse streut er mir 7 Meter weit. Und die Zapfwellengeschwindigkeit beim Grenzstreuen sollte nur bei 300 Umdrehungen sein. Nachher im Feld ist 500 angesagt. Wenn man einmal ringsherum ist, kann man ganz normal Fahrgasse rein, raus, nur rechtzeitig abstellen. Jetzt fahre ich mit 10 Stundenkilometer. So, jetzt für die letzte Fahrt, damit das da aufgeht, verändere ich da die Arbeitsbreite weg, falsch, auf von 15 Meter auf 20. Dann geht es höher auf. So, erstes Feld gestreut. Hier kommen übrigens dann 1,5 Hektar Victoria Speisekartoffeln und 0,6, 7 oder 8 Hektaren Agria Speisekartoffeln. Und im nächsten Feld ist 285 Aren, da werde ich dann Saatkartoffeln anpflanzen. Beim nächsten Feld, dieses Feld gefällt mir auch. Hier war Phacelia gesät und es ist unkrautfrei und kein Ausfallgetreide oder nichts vorhanden, nicht wie beim anderen Feld. Da kommt noch die Ritikale vom letzten Jahr. Aber hier zum Bluegloss, Kartoffelpflanzen sicher sehr gut. Und Phacelia ist auch eine sehr gute Vorfrucht, um Bluegloss arbeiten zu können. Jawohl.